Wie steht es um die Barrierefreiheit mit der Deutschen Bahn und dem Personennahverkehr? Wir haben nachgefragt. Aber was braucht es als erstes für eine barrierefreie Bahn? Das Erste ist, dass wir wirklich so eine Art Dachgesetz zur Barrierefreiheit machen und eben auch definieren, was ist denn eine Benachteiligung und die tatsächlich verbieten. Und da gehört dazu, es ist eben, wenn die Barrierefreiheit nicht da ist, aber auch wenn angemessene Vorkehrungen nicht da sind. Und natürlich gehört zur Dienstleistung auch das Ticketbuchen dazu. Ja, ist ja logisch. So, und dann kommt eben der nächste Schritt, dass ich sage, wenn eine Benachteiligung stattfindet, bisher ist es ja nur für den öffentlichen Bereich geregelt im weitesten Sinne. Und dann kann ich feststellen lassen, dass eine Benachteiligung stattgefunden hat. Aber da hört es dann auch auf rechtlich im Moment. Dann war das rechtswidrig, aber es folgt halt nichts raus. Dann mache ich es das nächste Mal und dann ist es wieder rechtswidrig. Das heißt, eine Feststellungsklage ist eben nicht das Instrument, was uns nutzt. Das heißt, ich muss eben einen Schadenersatzanspruch hinterlegen. Und das wissen wir aus anderen Ländern, die das schon gemacht haben. In dem Moment, wo sowas vorhanden ist, erzeuge ich eine Dynamik, weil jeder will natürlich die Schadenersatzzahlungen vermeiden und dann entsteht eine Entwicklung. So, und das ist quasi so die Dachgesetzgebung, die wir brauchen. Und dann müssen wir in die einzelnen Gesetze gehen und dann kommen die Verkehrspolitiker ins Spiel. Diese Initiative, wo all die Aktivitäten, die wir zur Barrierefreiheit machen, die ist gestartet mit der Bundesinitiative und die Gesetzgebung wird jetzt eben auch starten, sodass wir hoffentlich im Frühjahr dann irgendwie ins parlamentarische Verfahren gehen können. Ich glaube, es wird Entwicklungsschritte brauchen, eben weil so lange nichts getan worden ist und das Verständnis eben fehlt. Und dann ist immer die Frage, was ist denn zumutbar und was ist denn wirtschaftlich vertretbar? Und ich persönlich glaube, wir brauchen eben ja, Zwischenlösungen. Ich kann sicherlich nicht mal eben noch dazu in Zeiten des Fachkräftemangels auf jedem kleinen Bahnhof 24 Stunden, 7 Tage die Woche Personal vorrätig haben. Das Fernziel ist, ich brauche das Personal für viele Dinge nicht mehr. Aber solange das nicht vorhanden ist, brauche ich welches und dann muss ich mir vielleicht solche Lösungen überlegen, wie dass das Personal tatsächlich mitfährt, zum Beispiel wie in der Schweiz. Ja, dass ich zumindest anrufen kann und sagen kann, so in einer halben Stunde will ich losfahren, ich starte an dem und dem Bahnhof und dann guckt man, wie kann Personal sich eben mitbewegen, weil ich sicherlich nicht überall in der Zwischenzeit Personal vorhalten kann. Das merken wir jetzt schon, dass tatsächlich mittlerweile die Hublifte, die integriert sind in die ICEs, viel mehr genutzt werden. Und ich habe die Bahnmitarbeitenden gefragt, warum sie das denn plötzlich tun. Ja, es ist kein Personal mehr an den Bahnhöfen vorhanden, was die Ausstiegshilfe machen kann. Da fehlt ganz viel und deshalb entsteht da jetzt was, dass tatsächlich die fahrzeugintegrierten Systeme genutzt werden. Und ich glaube, so müssen wir schrittweise vorangehen. Neulich gab es in der Taz einen Bericht über einen Rollstuhlfahrer, der eine Station vor seinem Zielbahnhof aussteigen musste, angeblich aus Sicherheitsgründen. Letztlich hat immer in einem Zug hat die Bahn das Hausrecht und wir können mit der besten Gesetzgebung, die wir machen, werden wir nie absolut Diskriminierung ausschließen können. Wir werden aber erstens eine andere Pflicht haben, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und dass Bahnmitarbeitende vielleicht auch aufgeklärt sind, was denn eine Diskriminierung darstellt, wenn es tatsächlich einen Schadenersatzanspruch gibt und wenn dann tatsächlich auch mal solche Klagen erhoben werden und Schadenersatzfälle bekannt werden. Auch das wird einen Lerneffekt auslösen, aber ich werde mit dem besten Gesetz, werde ich nie Rechtsbruch verhindern. Sonst hätten wir auch keinen Mord in diesem Land. Ja, auch das ist gesetzlich verboten. Es sind mindestens drei Wege zu gehen. Der eine Weg ist sensibilisieren. Die Bahn, das sind Menschen, so, und entweder wird es da verstanden und drauf geschaut und das mitgelebt
oder eben nicht. Und das beginnt bei Ihrem Beispiel mit dem Fahrbegleiter, der kein Ticket erwerben kann. Die Bahn ist ja eigentlich daran interessiert, auch dieses Ticket zu verkaufen. So, und wenn das nicht passiert, dann ist das einfach unachtsam. Und da muss man, bevor man überhaupt ein Gesetz geändert hat, erstmal mit den Menschen ins Gespräch kommen und sagen, Leute, das kann, also die, in dem Fall Deutsche Bahn Vertrieb, ja, das ist eine eigene Gesellschaft, das sind die Vertriebsprofis der Bahn, die sollten so einen Fall im Blick haben. Das ist ja nicht ein Einzelfall, das passiert ja hunderte, tausende Male. So, das ist der erste Schritt und das ist auch der schnellste Schritt. So, der zweite Schritt ist, genau neben dem Gedachtgesetz eben dann in die Fachgesetze reinzugehen und dort auch nochmal zu festzuschreiben, was der Standard, der gesetzliche Standard sein soll, eben im Allgemeinen Eisenbahngesetz für die Deutsche Bahn, aber eben auch im Personenbeförderungsgesetz für die Öffis, dass eben genau dieser Fall vorgesehen ist. So, dass natürlich alle die Ticketvarianten eben auch die Barrierefreiheit mit berücksichtigen müssen. Das ist in dem Fall einfach nicht gegeben, wenn dieses Ticket nicht erwerbbar ist. So. Und das kann man jetzt fürs Ticket durchspielen, das kann man genauso für die Infrastruktur spielen. Erster Punkt, ansprechen, DB Netz oder in dem Fall DB Staats- und Zonen Services. Leute, denkt ihr eigentlich über sowas nach? Dann werden die sagen, ja, wir haben halt die 55, die 71 und noch irgendeine andere, 76 und noch irgendeine andere Höhe von den Bahnsteigen und entsprechend sind dort die Fahrzeuge unterschiedlich gebaut. Dann sagen wir, ja, okay, so ist die Welt, so finden wir sie vor, was machen wir jetzt daraus? So, und da ist eben die eine Variante, über Mobilitätshilfen zu arbeiten, aber die andere Variante ist eben auch, in den Fahrzeugen zu überlegen, gibt es technische Lösungen, und manchmal gibt es welche, die eben solche Höhenunterschiede auch ausgleichen. Das kostet dann Geld und dann muss die Bahn schauen, ob sie das aus eigenen Mitteln bewerkstelligen kann oder ob sie sagt, hey, das tun wir nicht für uns als Bahn AG, sondern das tun wir als quasi gesellschaftlichen Auftrag. Gesellschaftliche Aufträge kommen vom Parlament und wer bestellt, der bezahlt, also muss in den Haushalt rein. So, das wäre dann ein zweiter Weg. Und der dritte Weg ist tatsächlich in den Bahngremien per Auftrag zu verankern. Das kann beim Aufsichtsrat passieren, kann auch zum Beispiel, wir stellen gerade eine Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, die soll gemeinwohlorientiert sein, da rein zu verankern, dass es eben auch ein Punkt ist, sodass es nicht nur eine Pflicht von außen ist, sondern auch eine Pflicht von innen, ne? Dass die Bahn selbst das quasi als Governance hat. So. Ja, dann, wenn man die drei Schritte sind, dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr viel weiter. Dann wird es immer noch den einen oder anderen Fall geben, wo dann was nicht funktioniert. Und dafür braucht man eine Routine. So, also es wird halt immer den einen Fall geben, wo die ganzen gesetzlichen Maßnahmen nicht greifen. Und dafür brauchen wir auch eine Routine, wenn man so eine Taskforce oder wie auch immer man das Baby dann nennt, was dann eben eingreift. Ich glaube, dann hat man es halbwegs rund und muss sich dann lernen. Ich sage auch noch was anderes. Bei der Bahn, bei Busen, bei Bus und Bahn, bei den Öffis gibt es gerade einen Technologieschub. So, da wird On-Demand wird gesprochen, also autonomes Fahren, automatisiertes Fahren und so weiter. Das bedeutet, dass immer weniger Menschen die gleiche oder gerade eine höhere Verkehrsleistung mitbringen. Das klingt ja erstmal gut, ne, so aus verkehrspolitischer Sicht. Aber weniger Menschen heißt am Ende des Tages, auch zumindest im ersten Schritt, erstmal weniger Flexibilität, weniger Resilienz. Weil auch ein Zugführer kann im Zweifel aussteigen und helfen. So, das ist zwar nicht die Form von Barrierefreiheit, die wir uns wünschen, aber es ist dann zumindest eine Behebung des Problems, selbst wenn es nicht so ist, wie es sein soll. Bei den neuen Mobilitätsformen, die sich da andeuten, müssen wir von vornherein mitschauen, dass das mindestens mitgedacht ist und eigentlich mitgelöst. So, und da sehe ich auch noch technische große Fragestellungen, zum Beispiel bei autonom fahrenden Fahrzeugen, wie dann eben diese Barriere überwunden wird bzw. egalisiert wird. Und das ist jetzt ein neues Themenfeld, wessen wir uns in der Politik, weil wir uns natürlich grün bewusst sind, wo wir aber die Unternehmen auch wieder in diesen Dreiklang sensibilisieren, von innen und von außen quasi gesetzlich oder verbindlich fixieren, muss ja nicht mal ein Gesetz sein, verbindlich fixieren, dass das nicht nur bearbeitet wird, sondern eben auch aufgelöst wird. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir eben so eine Dachgesetzgebung haben, dann entwickelt sich auch in den Unternehmen eine ganz andere Dynamik. Das sehen wir in den USA, wo wir seit 1990 den Americans with Disability Act haben. Alle freuen sich heute, dass sie an ihrem Smartphone alles Mögliche über Sprachsteuerung machen können und eben mittlerweile auch zu Hause, Smart Home, die von der Waschmaschine über die Stereoanlage alles über Sprache steuern kommen.
Das kommt daher, dass das erste iPhone eben genau aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben hat sie eben eine Sprachsteuerung integriert, ja, weil das quasi Voraussetzung war, um überhaupt auf den Markt gehen zu können in den USA, ohne dass dann eben auch Schadenersatzansprüche daraus resultieren. Das heißt, es ist auch einfach ein Technologieschub. Und wenn wir das haben, dann wird sich das auch umdrehen. Und dann bringt es aber eben auch einen Benefit für alle. Und letztlich macht es das auch billiger. Ja, weil im Moment ist es so, wir beauftragen immer zusätzlich die Barrierefreiheit. Das fängt schon an bei der Entwicklung von solchen Apps oder so. Die entwickle ich erstmal und dann fällt mir auf, ach Mist, da gibt es ja so ein Gesetz, die müssen ja auch barrierefrei bedienbar sein. Und dann hole ich noch eine Firma, die das irgendwie womöglich nachträglich teuer reinrepariert und dann funktioniert die ganze ursprüngliche App nicht mehr. So, wenn das aber Standard ist, dann können das einfach alle App-Entwickler in Zukunft. Und genau so wird es eben eine Dynamik in den Unternehmen auslösen und auch bei denen, die eben Züge produzieren und so weiter. Ich war jetzt gerade im Urlaub in Spanien und in Deutschland wird uns immer erzählt, da wo Busse im bergigen Gelände fahren, die brauchen irgendwie einen bestimmten Unterbau, damit sie eine bestimmte Zugkraft haben und dann geht das alles gar nicht irgendwie, dass die barrierefrei sind. In Spanien geht das selbstverständlich, das in jedem Bus, da muss ich nicht nachfragen, ob das vorhanden ist, weil es eben eine entsprechende gesetzliche Grundlage gibt. Ich glaube tatsächlich, alles was neu ist, wird im Rahmen der jetzigen gesetzlichen Vorschriften barrierefrei gebaut, nur ist das nicht das, was eigentlich die UN-Behindertenrechtskonvention oft unter Barrierefreiheit versteht, aber da geht das relativ schnell. Da, wo wir Umbauten brauchen, wird es dauern. Und ich persönlich finde das auch sehr schwierig, wenn wir darüber debattieren, fangen wir jetzt wieder von vorne an und fangen jetzt an, alle Bahnsteige auf die gleiche Höhe zu bringen, weil in dem Moment, wo ich das tue, gebe ich neue Infrastruktur, die vielleicht gerade gebaut worden ist, da habe ich viel Geld reingesteckt und jetzt fange ich wieder von vorne an, das heißt, ich muss wieder viel Geld reinstecken. Vielleicht gibt es Lösungen dazwischen, aber barrierefrei heißt ja selbstständig, ohne fremde Hilfe, jederzeit zur gleichen Zeit auf die allgemein übliche Art und Weise reisen zu können. So, und dann kann ich genau diese Schritte kann ich eben lösen. Wir haben das zum Beispiel in Baden-Württemberg, haben wir mittlerweile bei den Ausschreibungen für den Nahverkehr, haben wir das so gelöst, dass einfach Vorgaben für Personalschlüssel bei den Zügen vorhanden sind. Und da, wo die Bahnsteighöhen nicht passen, es ist immer genügend Begleitpersonal auf den Zügen. Ich muss nichts anmelden, ich drücke einen Knopf und die kommen und legen dann eben, wenn die Bahnsteighöhe nicht passt, die Rampe hin. Das heißt, ja, ohne fremde Hilfe ist nicht erreicht, damit nicht voll barrierefrei, aber es ist jederzeit zur gleichen Zeit möglich und damit ist es schon viel gleichberechtigter und ich glaube, das wird uns einfach noch viele, viele Jahre begleiten, dass wir es so lösen müssen. Naja, also wir machen jetzt gerade eine Sache, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf und zwar, die Bahn ist ja über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, unterfinanziert gewesen und das sieht man ja auch an den Bahnhöfen, wie sie aussehen. Und diese Koalition hat jetzt gesagt, okay, wir wollen jetzt wirklich quantitativ mehr in die Bahn investieren. So, da geht es zum einen um Weichen, um Strecken, was alles da so marode ist und so weiter, Brücken. Aber es geht eben auch um die Bahnhöfe und die Bahnsteige. Und wir gehen dahin und werden zum ersten Mal, weil das Geld ist ja vorher auch für Mobilität ausgegeben worden, aber eben für Autobahnen. Ganz platt. Für Straßen und Autobahnen. So, und wir gehen jetzt hin und werden mit dem nächsten Jahr 7 Milliarden mehr Euro in die Bahn geben. So, das ist, um das mal eine Relation zu haben, jetzt sind das so 10, Pi mal Daumen, plus minus. Das ist also ist noch nicht ganz eine Verdopplung, aber es ist richtig viel mehr Geld. Wir werden schauen müssen, dass die Bahn das verausgabt bekommt. Und wir werden schauen müssen, dass beim Ausgeben dieses Geldes eben genau die Standards, da werden wir genau hinschauen müssen, eben eingehalten werden. Und dann wird man auch schnell qualitative Entwicklungen sehen, die es eben für alle Nutzenden der Bahn leichter macht und natürlich dann eben auch für die, die halt sonst bisher Barrieren überwinden mussten. Ich sage aber auch, ob wir schon genug in der Kasse haben, um in die Kasse reingegeben haben, um quasi jeden Bahnhof anzufassen,
Das ist ja fast nicht nur eine Frage des Geldes, sondern wir brauchen auch eine Bauwirtschaft. Und wenn du 16 Jahre lang quasi das nicht gemacht hast, du kannst nicht alle Bahnhöfe gleichzeitig bauen. Ist nicht möglich. Diese Wirtschaft haben wir nicht so. Wäre auch vielleicht nicht mal sinnvoll. Ja? Aber ich sage, gehen jetzt mit deutlich größeren Schritten auf dieses Ziel zu. Und das ist, finde ich, eine gute Meldung. Obwohl ich sage, mir ist das alles viel zu langsam, aber ich muss auch sehen, muss auch wer machen. Man muss die Handwerker dahin bringen, das muss geplant werden, sonst hast du nicht mehr zwei verschiedene Bahnsteighöhen, sondern auf einmal drei. So, und das kann ja auch nicht das Ziel sein. An mit Frau Professor Salander vom Bundesverkehrsministerium. Sie haben dort ja jetzt auch mit Themen zu tun, die mit Barrierefreiheit zu tun haben. Sie haben die Anforderungen von den Menschen, Sie haben rechtliche Anforderungen, Sie haben politische Erwartungen, Sie haben einen Koalitionsvertrag, also ganz viele Dinge, die da entsprechend die Barrierefreiheit auch geregelt und vorangebracht haben möchten. Und es gibt auch einen Ausbau- und Modernisierungspakt mit einem Leitbild für den ÖPNV. Außerdem soll es auch Änderungen im Personenbeförderungsgesetz gehen. Da geht es also nicht um die Eisenbahn, sondern beispielsweise um Straßenbahnen, um Busse, U-Bahnen. Und da möchte ich Ihnen die Frage stellen, Frau Professor Salander, was ist da der Sachstand und mit welchen Veränderungen können wir in den nächsten Jahren rechnen? Ich glaube, es klappt. Ja, wunderbar. Ja, Sie haben es ja schon gesagt, wir haben den Ausbau- und Modernisierungspakt, der den ÖPNV voranbringen soll, wo es natürlich insbesondere auch um Finanzierungsthemen geht. Da werden wir, denke ich, in den nächsten Jahren einfach eine Erhöhung erstmal der Geldmittel sehen. Das ist schon mal ein Punkt. Was für mich persönlich wichtig ist, inwieweit man sich das dann, man seine eigenen Träume dann auch durchsetzen kann, ist eine andere Frage. Aber mit der Deutschen Bahn zusammen als großem Vertreter, aber auch mit den anderen Verkehrsunternehmen eben eine Fahrzeuggeneration zu schaffen, die eben diese Forderung nach assistenzfreier Mobilität so gut wie möglich ja, bereitstellt. Dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar. Das heißt, das wird natürlich eine langfristige Sache sein. Relativ kurzfristig ist jetzt ja eine europäische Fahrgastrechteverordnung gekommen, die auch dafür sorgt, dass es so eine zentrale Ansprechstelle geben soll, die eingerichtet werden muss. Und da werden wir uns dann natürlich auch im Rahmen der neuen Infrago, wo die Station und Service ja drin aufgeht, dann mit denen in Verbindung setzen. Ich persönlich setze auch Hoffnung daran, dass die Gemeinwohlorientierung der Infrastrukturgesellschaft auch noch mal einen Schub bringen wird. Auch da muss man natürlich sagen, es kommt sehr, sehr viel Geld ins System jetzt. Der Haushalt wird ja hoffentlich so dann auch endgültig beschlossen. Das ist natürlich dann auch eine Frage, wie man priorisiert und was man alles machen kann, wo das Geld dann hinfließt. Aber wir haben ein Bahnhofsprogramm uns vorgenommen, gemeinsam mit der dann in der Infrago aufgegangenen Station und Service, wo wir auch die Barrierefreiheit als ein Hauptthema mit drin haben. Also ich denke, dass wir da eine ganze Menge Sachen anschieben werden. Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich möchte aber noch kurz ergänzen, weil der Begriff Infrago Ja, gesagt, aber schön. Nicht ausgeführt worden ist. Das ist der Arbeitstitel dafür, dass die Koalition die zwei Infrastruktursparten DB Netz und DB Station und Service innerhalb der Deutschen Bahn zu einer gemeinsamen Infrastrukturgesellschaft zusammenlegen möchte. Infrago ist der Arbeitsbegriff, so nennen wir das jetzt gerade während des Prozesses. Ja. Ja. Ich würde ganz gern noch eine Sache ergänzen, einfach um den Begriff Gemeinwohl etwas griffiger zu machen. Gemeinwohl heißt nicht, dass wir jetzt unendlich viel Geld haben. Wir müssen natürlich priorisieren, aber es bedeutet, dass wir Projekte so priorisieren können, dass es vielleicht nicht sofort als Projekt gleich dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entspricht. Nichtsdestotrotz, die Durchführung der Projekte, die muss natürlich nach wie vor wirtschaftlich sein. Wir haben eine Bundeshaushaltsordnung, wir dürfen keine goldenen Weichen einbauen oder so etwas. Die Durchführung, die muss nach wie vor wirtschaftlich sein, aber die Priorisierung der Projekte soll sich eben an politischen Zielen orientieren können. Genau. Dann die nächste Frage, Herr Dr. Theben, geht an Sie.
mit Ihrer Erfahrung, die Sie haben als Betroffener und auch als juristischer Vertreter, wo liegen denn aus Ihrer Sicht im Hinblick auf die Verkehrsthematik bei der Barrierefreiheit die größten Herausforderungen? Also wo besteht der größte Handlungsbedarf? Was sind die größten Probleme, die Sie sehen, die dringend angegangen werden müssen? Er will es aber wissen, ne? Wie viel Zeit haben wir? Nicht so arg viel. Dachte ich mir. Ja, wo fange ich an? Morgen in Berlin ist Pride Parade. 15 Uhr Hermannplatz. Stand jetzt Aufzüge Hermannstraße, 2 von 3 defekt. Aufzug Hermannplatz, 1 von 2 defekt. Also mal gucken, wie viel sich denn am Hermannplatz morgen wirklich einfinden. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis 15 Uhr. Ich fahre regelmäßig mit meinen Kindern an die Ostsee mit dem Regionalexpress. Ich zahle ja nichts. Im Gegensatz dazu darf ich dann auch das Klo nicht benutzen, weil das regelmäßig defekt ist. Es gibt, habe ich so manchmal den Eindruck, sehr häufig, nur zwei Ansprachen vom Bahnpersonal gegenüber Menschen mit Behinderung. A, sind Sie angemeldet? Oder B, wo steigen Sie aus? Also man könnte ja sagen, schönen guten Tag, brauchen Sie vielleicht Unterstützung? In Paris funktioniert das, hat mir meine Frau erzählt. Also das sind auch so Sachen, die einem da einfallen. Ich mache auch positive Erfahrungen, aber wie gesagt, das ist schon so ein so Sachen, wo man vielleicht auch mal schult, das Bahnpersonal, Frau Herrmann hat vorhin erzählt, das Personal hier von MOVE, das wurde geschult im respektvollen Umgang, das könnte man vielleicht mal ausweiten. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnte ich erzählen, wie ich 88 in der Fußgängerzone in der Wilmersdorfer Straße zusammen mit anderen Flugblätter verteilt habe, Bus und Bahn für alle. Und die Leute gesagt, da geht doch lieber arbeiten oder ihr habt einen Telebus oder wir sollen das bezahlen oder auch wie sollen das technisch gehen. Das war gemeinsam mit Michael Eggert. Michael Eggert, Rollstuhlfahrer, war damals der erste behinderte Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus. Und der hat die Netzspinne erfunden, die wir hier vorhin auf einem Bild gesehen haben, den heute nicht mehr wegzudenken ist. Also Netzspinne heißt dieses Piktogramm, was so aussieht wie so ein Netz. Das war von ihm. Er hat dann irgendwann ist er in die Senatsverwaltung gegangen für Soziales und hat dort den späteren Behindertenbeauftragten Herrn Schneider, der war damals für Politik, Behindertenpolitik zuständig, beraten. Ich habe ihn dann später gesagt, wie hast du denn das gemacht? Naja, sagt er, Herr Schneider hat aus dem Fenster geguckt und ich habe ihm erklärt, was er da sieht. Das fand ich sehr schön. Heutzutage denkt man, die Deutsche Bahn und viele andere gucken aus der Wäsche und wir gucken, was Barrierefreiheit angeht, in die Röhre. Also geht es um Durchblick, den wir verschaffen müssen. Das geht am besten mit Menschen mit Behinderung. So sind wir rechtlich, könnte man auf den ersten Blick denken, ganz gut aufgestellt. Wenn wir ins BGG gucken oder in die Landesgleichstellungsgesetze. Berlin hatte das erste. Hey. War ich auch drin beteiligt, ein bisschen. 99 war das. Sind wir vielleicht ganz gut aufgestellt. Wir haben Verbandsklage oder in Berlin heißt das außerordentliches Klagerecht, weil das auf keinen Fall Verbandsklagerecht heißen durfte. Wir haben Zielvereinbarungen, wir haben Schlichtungsstellen, das haben wir alles. Aber nun haben wir vorhin festgestellt, in dem Beitrag vom Kollegen Tollmann, letzten Endes läuft das alles darauf hinaus, dass man irgendwann mal feststellt, es ist nicht barrierefrei, im günstigsten Fall. Hallo? Und dann? Was ist, wenn eine Zielvereinbarung nicht zustande kommt? Hallo, was ist dann? Habe ich als Einzelner eigentlich die Möglichkeit, rechtlich irgendetwas, was barrierefrei angeht, durchzusetzen? Das Verbandsklagerecht nach dem BGG muss vorher, dem ist vorgeschaltet zwingend ein Schlichtungsverfahren, was halt passiert, wenn das nicht zustande kommt. Also es sind doch letzten Endes, wenn man ins Detail guckt,
eine ganze Menge Hürden eingebaut, wo man feststellen kann, recht, sagte der Kollege Teubern ja auch, als flankierende Maßnahme, okay, aber als Druckmittel, um wirklich was durchzusetzen, nicht. Jetzt könnte man sagen, naja, dass der das als Anwalt irgendwie beklagt, ist ja klar, der verdient damit ja sein Geld. Da sage ich, natürlich muss 6 Kinder durchbringen, hallo? Aber wenn dann als Kollateralschaden vielleicht auch mal abfällt, dass Menschen mit Behinderung genauso wie andere Verbraucher behandelt werden und dass Verbände wirklich die gleichen Rechte haben wie Verbraucherschutzverbände, dann würde das vielleicht auch was anderes bedeuten, weil diese Idee, wir lösen das irgendwie alles im Konsens, das funktioniert eben nur so lange, wie beide Seiten auch zum Konsens bereit sind. Wenn aber die andere Seite viel mächtiger ist und ich gar kein Druckmittel habe, wie sonst im Prozess leben, wo ich dann irgendwann mal ein Urteil erstreiten kann, das ich dann auch vollstrecken kann, wenn ich Recht bekomme, wenn das hier alles rechtlich stecken bleibt, weil man sagt, wir machen das alles auf so einer netten Ebene und kommunizieren, dann frage ich mich, was steckt da eigentlich für ein Bild von Menschen mit Behinderten als Rechtssubjekte, haben wir ja bei der Staatenanhörung gehört, da sind ja 2 Modelle aufeinander geprallt. Was heißt denn das dann? Dann muss ich den Schluss daraus ziehen, dann bin ich derjenige, der 88 Flugblätter verteilt hat. Mehr Rechte habe ich dann jetzt auch nicht. Ja, also ich glaube, das kam in sehr vielen Redebeiträgen schon vor. Es mangelt sozusagen uns nicht an dem sozusagen an den Gesetzen und dem grundsätzlichen Anspruch, wo wir hinwollen. Oder da würde ich zumindest sagen, haben wir Einigkeit, sehr große Einigkeit. Die Frage, die sich eher stellt, ist, wie kommen wir wirklich, wie du gerade sagtest, in die konkrete Umsetzung dann auch hinein. In Berlin ist es so, wir haben neben natürlich der Bundesgesetzgebung und dem europäischen Gesetzen ein Mobilitätsgesetz. Auch das ist ja eine Besonderheit hier. Da ist auch sehr klar festgelegt, Mobilität für alle, also ob mit, für Menschen mit oder ohne Einschränkungen muss Mobilität für alle hergestellt sein. Das ist sozusagen der übergreifende Anspruch. Das wird auch nochmal genauer spezifiziert. Da wird auch deutlich gemacht, dass eben das für die Fahrzeuge gilt, das gilt für die Infrastruktur, gilt aber auch für die Reisendeninformation. Also die ganzen Aspekte sind enthalten und es steht auch drin, dass dann der Nahverkehrsplan, also in Berlin gibt es Nahverkehrspläne, das ist die gute Nachricht, dass das dann auch Maßnahmen konkretisiert werden müssen. Der Nahverkehrsplan wird aktuell gerade wieder überarbeitet. Jetzt über den aktuellen Stand kann ich natürlich nicht so viel sagen, aber vom Grundsatz her gilt er immer für die nächsten 4 Jahre, also jetzt steht an 24 bis 28. So, und jetzt ist aber die Frage Umsetzung und welche Hürden ergeben sich eigentlich jetzt daraus? Ja, und da stellt man eben fest, all das, was wir vorhin auch schon diskutiert haben, den gordischen Knoten bei den Bahnsteighöhen zu zerschlagen, da gab es schon viele Versuche für und ich bin bewusst zurückhaltend, ob wir mit der Hypothese weitermachen sollten. Deshalb, was kann ein Land sozusagen tun? Also wir haben uns jetzt eben sehr stark auch darauf fokussiert, dass Ausschreibungen, wenn sie laufen, genau all diese Aspekte sehr deutlich auch mit beinhalten. Ich glaube, da haben wir uns auch gemeinsam dann mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen dann auch herangerobbt und bezüglich der Umsetzung, aber insbesondere auch in diesem Prozess dann auch die Vertreter der Behindertenverbände auch mit einzubeziehen und auch auf wirkliche Details auch mitzuachten bei der Ausgestaltung auch der gesamten Fahrzeuge. Also das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt, natürlich die Fahrzeuge anzugucken. Bei der Infrastruktur, ja, also Station- und Serviceinfrastruktur des Bundes ist Berlin, kann ich zumindest für meine Zeit sagen, auch immer willens gewesen, da auch mit zu finanzieren. Aber die grundsätzlichen Probleme aus Sicht eines Landes mit sozusagen zu forcieren bundesweit, ist natürlich immer ein bisschen begrenzter möglich. Da möchte ich mich aber auch nicht verstecken, weil zum anderen die BVG als größtes kommunales Verkehrsunternehmen hat natürlich auch sehr viele To-Dos und ja, da gilt es halt dran zu bleiben, also hartnäckig dran zu bleiben. Und auch dort bei der BVG ist ja niemand irgendwie mit fehlendem Willen unterwegs,
Aber es sind dann halt, ich kann ja auch noch mal ein paar Beispiele zu den Hürden hier dazu sagen, das fehlt vielleicht jetzt noch nicht, wenn man zum Beispiel einen Bahnhof hat, dann ist da ein Denkmalschutz. Und das ist auch alles berechtigt, bloß das verhindert dann manchmal, dass zum Beispiel Aufzüge überhaupt eingebaut werden dürfen. Zu den Aufzügen selbst wiederum, wenn sie eingebaut sind, das haben wir jetzt auch gerade von Herrn Dr. Theben gehört, dann sind sie häufig kaputt. Warum? Vandalismus. Also das ist ein ganz, ganz häufiger Fall. Ich glaube, auch da in die Richtung sollten wir vielleicht mal gucken, was kann man da eigentlich tun, auch dort in der Kommunikation, im Dialog, dass man auch mal sehr deutlich macht, denen, die die Fahrzeuge, die Aufzüge kaputt machen. Ja, das ist am Ende, das ist insbesondere für die, die mobilitätseingeschränkt sind, ein riesiges Problem. Nun gibt es übrigens den Hermannplatz, der ist in dem Mover mit drin, also das wäre jetzt die Alternative für morgen, weiß natürlich nicht, für mit wie vielen Fahrplätzen dann ganz konkret, aber deshalb haben wir uns eben... Das wird sportlich. Ja, das wird sportlich. Das hoffe ich auch, weil das soll ja gut gefühlt sein auf der Parade. Deshalb hoffe ich, dass es gut gefühlt ist. Aber ich will nur damit sagen, also man guckt sich natürlich aus Landessicht alles an. Also die Fahrzeuge, die Infrastruktur, genauso aber auch, wenn man feststellt, man kommt jetzt in die nächsten Jahre nicht so viel weiter, weil die Aufzüge... Das dauert, das sind Bauprojekte, die angelegt werden müssen, die müssen dann abgearbeitet werden nach AOAI-Vorgaben, dass wir dann eben auch Alternativen schaffen. Und das war eben bei dem Mover genau der Anspruch zu sagen, wir wissen, dass das nicht optimal ist, aber wir wollen jetzt nicht einfach sozusagen sitzen bleiben und sagen, dann ist es halt so, sondern wir wollen wenigstens eine Alternative für die nächsten Jahre bieten. Und ich glaube, gerade nochmal bei Mover, dass wirklich wichtig ist, dass es dann auch berlinweit verfügbar ist, weil ich plane ja meinen Mobilitätsbedarf niemals nur danach, wo jetzt die U7 gerade lang fährt, sondern ich möchte ja dann, wenn, wirklich von A nach B kommen, und dann ist es einfach ungünstig, wenn ich erstmal nachgucken muss, wo ich überhaupt einsteigen darf und wo nicht. Und deshalb hoffe ich auch nur, dass der neue Berliner Senat, aber ich gehe davon aus, auch das weiterhin im Blick hat, dass das, so war es mal geplant, ab 2025 für Berlin ausgerollt werden kann. Weil immerhin, also ja, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber im Zweifel hilft es mehr, als dass es logischerweise schadet. So, es war jetzt eine lange Ausführung, also ich bin jetzt auch nochmal die Punkte durchgegangen. Aber das ist das, was man ganz aktiv natürlich auch als Land tun kann, Dinge zu verbessern. Ja, vielen Dank.